Vorbereitung ist da irgendwo alles. Auf der Modellbahnanlage von mir, auf der rechten Seite meiner Steampunk- oder Dieselpunk-Anlage, will ich einen Wald bauen. Und da habe ich ja schon in der vorletzten Folge Bäume hergestellt. Und diese Bäume brauchen natürlich einen Grund, wo man sie draufstellen kann. Das sieht, ich will ja da nicht einfach bloß ein Holzbrett, wo ich Bäume reinpieke und ein bisschen Streu hinmache, sondern es soll eine Landschaft werden, eine Landschaft, wo ich entsprechend da ein bisschen was austüfteln kann. Schwierig wird es immer ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, sich das mal alles so vorzustellen auf diesen relativ kleinen Platzverhältnissen, die ich irgendwo habe. Aber ich denke, ich krieg's schon hin und im Laufe dieser Folge will ich euch meine Gedanken dazu darlegen, was ich wie, wo, wann machen möchte. Aber ich werde euch auch zeigen, was ich gemacht habe in der letzten Woche, denn ich bin wie jeden Freitag 16 Uhr für euch da und zeige euch, was ich letzte Woche an meiner Modellbahnanlage gemacht habe. Ich bin Uli. Und damit heiße ich dich recht herzlich willkommen bei Traintrains auf dem Kanal. Und wir schauen gleich mal, was hier so los ist. Wir sehen es im Hintergrund schon. Ich habe dort ja zwei Waggons hingestellt und habe mir ein paar von den Bäumchen genommen, die ich ja gebaut habe in der vorletzten Folge. Es ist schwierig. Die Bäume, ich hatte es ja schon gesagt, die haben im Grunde genommen das richtige Maß, wenn ich sie auf die volle Höhe einsetze. Ich bin heute wieder mal aufmerksam durch die Gegend gefahren draußen und habe gesehen, wie hoch die Bäume tatsächlich sind. Und wenn man dagegen einen Zug sieht, wie relativ klein der ist. Wenn ich jetzt hier mal sehe, was ich jetzt gerade mache, dass die Baumkronen gerade mal über den Waggons liegen, das ist zu klein, das ist zu niedrig. Aber, jetzt kommt mal wieder was Aber von mir. Wir haben eine Modellbahn vor uns. Ja, das ist nicht die Wirklichkeit. Und hier muss ich immer wieder Kompromisse machen, auf kleiner Landschaft versuchen, was hinzukriegen. Wenn ich die Bäume jetzt so bauen wollen würde, wie sie dann hat, das wäre wie im Hintergrund gerade noch höher. Das würde überhaupt nicht aussehen. Da würde ich alles mit den Bäumen zustellen. Da wäre die ganze Bautechnik, die ich da im Hintergrund habe, der Felsen da drüben, hinten die Arkaden und alles sowas, das wäre alles hinüber. Da hätte ich überhaupt keine Chance, irgendwo da was vernünftig hinzukriegen. Ich will sogar noch versuchen, die Bäume vorne ein Zäckchen höher zu haben als hinten. Die sollen ein bisschen abfallen, damit die nachher oben überhalb oder oberhalb der Arkaden auch noch hin können und alles irgendwo, wenn man sich das mal anguckt, immer noch vernünftig aussieht und nicht einfach nur wie 1000 Bäume aneinander gestellt. Das darf halt nicht sein. Aber jetzt gucken wir erstmal in den Untergrund, was ich gesagt habe. Das mache ich natürlich in alter Uli-Manier, kann ich nicht sagen, weil das ist eine Technik, die verwende ich eine ganze Weile schon und vielleicht sogar viele von euch auch. Ich streiche erstmal auf den Untergrund jede Menge richtig, richtig satt Holzleim, unverdünnten Holzleim. Und der geht in dieses Geflecht, in die Masche unten rein. Die habe ich ja damals in einem Video, habt ihr ja noch, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, oder wer neu ist, natürlich nicht, da müsst ihr da mal auf meinen Kanal ein bisschen stören. Da ist so eine Fliegengage unten drunter, damit der Kleber da richtig sich fest beißen, krallen kann irgendwo, damit er diese Erde nachher hält. Das ist wirklich wichtig, weil das sind Tauschmodule. Da, wo ich jetzt hier die Erde drauf gemacht habe, dieses Modul, wir werden es gleich im Anschluss sehen, nicht im Anschluss, sondern gleich jetzt, wie ich das nachher rausnehme. Ja, ich kann das alles entfernen. Ich muss das entfernen, damit ich auch noch, wenn ich jetzt alles dann verklebe und mache, da darf ja nicht alles aneinander pappen. Dann ist ja der ganze Sinn irgendwo hinüber, wenn ich meine Module miteinander verklebe. Dann brauche ich sie ja nicht abnehmbar machen und mit Magnete halten und was weiß ich nicht alles. Und das soll natürlich auf dieser Erde passieren. Jetzt ist die Erde natürlich trocken, so richtig oll trocken bei mir. Und diese trockene Erde kann ich nicht mit Wasser. Wenn ich die mit Wasser besprühen würde, wenn ich da Wasser drauf träufle oder was auch immer, dann ist das blöd. Weil ich sauge mir die ganze Erde mit Wasser voll. Das braucht ewig zum Trocknen. Der Kleber, der vermischt sich immer flüssiger da drin. Das wird nichts. Alkohol ist meine erste Wahl. Das heißt, Isopropanol habe ich hier verwendet, habe das ordentlich eingesprüht, richtig satt eingesprüht, mit dem Vorteil, ja, es verdunstet. Es ist ja dann weg. Das dauert ja nicht lange. Meine Männerhöhle hier, die hat gestunken wie eine Kneipe irgendwo. Und aber das war mir egal. Ich habe abgelüftet. Das ist überhaupt kein Problem. Fenster aufgemacht, Abluft angemacht, dann hat das irgendwo gepasst. Es hat zwar 2-3 Stunden mörderlich gestunken hier drin, weil ich da wirklich richtig satt Alkohol reingemacht habe. Und wir sehen es jetzt schon, das Wasser-Weißleim gemischt, das ist relativ flüssig. Das füge ich jetzt so lange ein, bis die Erde
richtig gesättigt ist. Das heißt, ihr seht es schon, es bilden sich Pfützen und das sind Kleberpfützen, die können ruhig, die sickern alle noch ein ohne Probleme, weil es findet sich immer noch ein Fleckchen, wo immer noch kein Kleber war oder ist und ist überhaupt kein Problem. Also durch die Kapillarwirkung, das zieht sonst wohin, überhaupt kein Problem. Wir sehen es schon, ich habe jetzt das obere Modul abgenommen, das heißt dieser Deckel von den Arkaden, rechts der Felsen wird rausgenommen. Das sind ja alles Sachen, wo ich später immer mal wieder ran möchte, nicht muss, ich komme auch ohne zurecht. Aber wenn mal was kaputt ist, wenn mal ein Gestänge von meinen Weichen oder wenn mal irgendwas anderes da unten ist, ein neues Kabel ziehen will oder irgendwas in der Art, dann muss ich oder möchte ich das Ganze abnehmen können. Jetzt sehen wir schon, dass das Ganze ist ein Modul und der Kleber hat schon ein kleines bisschen angezogen, aber es geht noch. Ich habe da eine halbe Stunde ungefähr gewartet und jetzt kann ich es immer noch lösen. Ich rüttel das so ein kleines bisschen los irgendwo, damit ich das Ganze rausbekomme. Aber jetzt muss ich zusehen, dass ich an der Modulkante, hier möchte ich wirklich eine sehr, sehr feine Modulkante von dem Modul zu den Arkaden haben. Bei der Anlage links ist es nicht ganz so wichtig, weil da habe ich ja die größere in Felsformation, da kommt sehr, sehr viel davor, da passt das schon irgendwo. Aber hier muss ich halt gucken, dass ich diese Übergänge so fein wie möglich hinbekomme. Auch hier vorne, wo das Gleis ist, wo die Kante da ganz scharf ist, das muss sehr, sehr scharf, auch da hinten links, wo der kleine Felsklops da zu sehen ist. Auch das muss wirklich sehr, sehr gut mit Wasser, Weißleim, das ist ein tolles Wort, immer Weißleim, Wasser oder Wasser, Weißleim, ihr wisst, was ich meine, vollgesaugt werden, ja, damit das richtig knochenhart wird. Und das wird richtig knochenhart. Das heißt, wenn ich das später dann aufsetze, ich sehe es ja auf der linken Seite anbahnen, ich muss mal irgendwann, muss ich so ein Komplettvideo machen über die Übersicht über meine Modellbahnanlage. Wer da Interesse hat, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare rein. Dann würde ich das mal irgendwann machen, mal so ein Komplettvideo. Das kann durchaus mal eine Stunde dauern. Das würde ich dann auch so live moderieren oder irgendwas in der Art machen. Das heißt, nicht jetzt hier sitzen, sondern eben direkt mit der Kamera rumrennen, euch das mal zeigen, wird, wie gesagt, ein bisschen längeres Video werden. Wen das interessiert, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil ich brauche keine Videos machen, die keinen Menschen interessiert. Das muss nicht sein. Ja, das ist also durchaus möglich, dass ich es mache, aber es muss nicht sein. Hier sehen wir jetzt schon, ich habe da hinten den Schutz weggemacht, das ist der Tunneleinfahrtschutz da hinten, beziehungsweise der Einfahrtschutz unter die Ebene drunter, dass da kein Staub, kein Dreck, irgendwas reinfällt. Da habe ich mich also vor geschützt. Aber das ist mal die zweite Geschichte. Die erste ist auch in diesen Arkaden die Erde, die ich da jetzt reingerieselt habe. Das habe ich euch nicht gezeigt, weil jeder wird wissen, wie man Erde irgendwo aufträgt. Das habe ich außerdem schon zigmal gezeigt in meinen Videos. Aber auch da kommt immer wieder Kleber rein, Kleber satt rein. Das heißt, die ganze Sache muss wirklich von oben bis unten durchtränkt sein. Ansonsten hat man irgendwann den Effekt, gerade bei diesen abnehmbaren Modulen, dass einen, wenn da trockene Bereiche drin sind, wo kein Kleber ist, das fällt raus. Ja, und hier sehen wir es ja schön, das ist wirklich getränkt, das ist wirklich fast schon Matsch irgendwo. Und das lässt natürlich dann, dass ich wirklich lange trocknen lassen muss. Deswegen ist in dieser Woche natürlich jetzt nicht allzu viel passiert. Natürlich ist das viel, was ich da gemacht habe. Aber es hat halt lange trocknen müssen. Und wer mich kennt, der weiß, ich bleibe immer bei einer Sache. Ich baue nicht jetzt da was und dort was und da was, sondern ich versuche immer bei einer Sache zu bleiben. Was wir jetzt im Hintergrund sehen, das ist die Stirnseite von der linken Kante, wo dieser Felsklops da ist. Ich nenne es mal so, auf der linken Seite war das. Und damit auch diese Kante, man darf natürlich die Erde nicht mehr verändern. Die muss in der Form bleiben, wie sie ist. Also mit dieser Pipette darf ich die Erde nicht berühren. Ich kann da Kleber reinschmeißen, wie ich will. Es ist ja schon mal leicht angetrocknet gewesen. Jetzt sehen wir schon, der Kleber kommt wieder raus. Links steht diese kleine Pfütze. Und dann hat das eben Zeit zum Trocknen. Zwei Ventilatoren hatte ich hingestellt, habe das Ganze auftrocknen lassen. Und es hat wirklich 36 Stunden oder länger habe ich da einfach gewartet und habe das verlüften oder ablüften lassen, habe das Ganze trocknen lassen. Und jetzt ist das wirklich trocken. Und jetzt schiebe ich dieses Modul wieder rein, wo es hingehört, in der Hoffnung natürlich, dass alles passt, wie ich mir das so vorstelle, weil man ja doch mit der Flüssigkeit, mit dem Kleber das ein bisschen verändert. Aber ihr seht, es hat gepasst. Im Hintergrund kann ich jetzt schon wieder dieses kleine Abdeck, was ist denn das? Plättchen ist es nicht. Also dieses Abdeckding da reinsetzen. Ich kann den hinteren Felsen reinsetzen. Da muss ich ja links immer die Nase so ein bisschen runterdrücken. Da habe ich ja als Abknickschutz auch die Fliegengage verwendet, dass das nicht mal so schnell abbricht. Und so oft mache ich da ja nicht auf. Das soll ja relativ
zubleiben. Ja, ich möchte ja nicht jede Woche was warten müssen in meiner Anlage, weil euch ein Gestänge gebrochen ist, weil eine Weiche kaputt gegangen ist. Ich habe versucht, das so zu bauen, dass es irgendwo alles natürlich langlebig ist. Aber nichts ist unendlich. Ja, also muss ich Wartungsstellen mir einrichten. Dasselbe ist ja unter den Arkaden. Wenn mir da ein Zug entgleist, muss ich da ja hinkommen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also muss ich den Deckel abnehmbar machen. Da kommt auch oben Erde drauf. Wo die Bäume sind, davor kommt Erde drauf. Wo die Bäume selber liegen, kommt eine kleine Erhöhung. Da hinten hört ihr die Landschaft auch. Das heißt, da geht aus Hartschaum später eine kleine Erhöhung, wie so ein Hügel, also kein Felsgebirge oder irgendwas. Da geht ein Hügel hoch, wo vielleicht oben nochmal was draufsteht oder irgendwas in der Art. Hier sehen wir jetzt die Erde nochmal, die scharfe Kante vorne hat wunderbar funktioniert. Da kommt kleines Gebüsch hin, da kommen Bäume hin. Und da hinten rechts zum Beispiel, an den, wo die Arkaden da aufhören, da soll noch ein kleines Gebäude hin. Aber nur eins, ein Gebäude soll da nur hin, da soll also keine Gebäudeflut werden. Was ich nicht möchte, ist eine völlig überladene Moba mehr zu bauen. Das heißt, wo jeden Zentimeter irgendwas passiert und 1000 Preiserlines rumstehen oder sowas. Ich will also einen Wald haben. In dem Wald sollen Tiere drinne sein, da soll ein Waldweg drinne sein, da soll ein Gebäude in der Ecke stehen. Und da natürlich ein bisschen Leben, wie gesagt, durch die Tiere reingebracht. Da können auch ein paar Wanderer langlaufen, aber alles schön gemäßigt. Nicht zu viel, weil wer mal heutzutage im Wald geht, meine Frau und ich, wir gehen sehr, sehr oft im Wald. Und da triffst du keinen Menschen. Ja, also kann ich jetzt, ist wirklich so. Und da kann ich jetzt hier nicht irgendwelche völlig überladenen Waldwege da mir einfallen lassen oder irgendwas in der Art. Und ja, ein bisschen Realismus soll schon dabei sein. Wir sehen jetzt hier das mit den Bäumchen nochmal, dass man sich das vorstellen kann. Das wird so einer der nächsten Schritte werden, wenn ich die Planung für die Ecke hinten habe. Die Planung wird jetzt gemacht. Das werde ich euch zeigen. Da hinten werde ich ein Häuschen entwerfen, natürlich wieder mit dem Lasercutter dann herstellen. Das werde ich euch auch zeigen, von der Pike auf, wie ich das Häuschen entwerfe. Ich habe noch keinen Plan, ich lasse mir irgendwas einfallen. Wer Ideen hat, kann mir auch gerne in die Kommentare schreiben, mal so einen Vorschlag, ein paar Ideen. Bin ich immer dankbar für übrigens, wenn man da mal so ein bisschen was einwirft, weil manchmal sieht man im Video mehr, als man jetzt hier vor der Anlage sich angucken kann. Und aber wir sehen es hier nochmal, die Bäume sollen nicht zu hoch werden, und aber unten sollen die Stämme durchsichtig, aber zwischen den Stämmen, ich will die Waggons sehen, wenn ich mich da so ein bisschen hinknie, aber ein bisschen kleiner mache, da durchgucke, möchte ich da immer noch mein Rollmaterial sehen irgendwo. Und ja, aber so stelle ich mir das vor, und da kommen eben natürlich viele, viele Ideen und Gedanken auf mich zu. Da würde ich sagen, wir lassen es für die Woche erstmal bleiben. Wir sehen uns sehr gerne am Freitag 16 Uhr nächste Woche wieder. Da bin ich wieder für euch da. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis nächste Woche. Bleibt gesund oder was man heutzutage alles wünscht. Bis dahin, euer Uli. Tschüss.